Es gibt wieder Neues aus der Cello-Klinik. Wie ihr wisst, war mein Cello ja lang in Quarantäne. Es ist wieder geheilt, aber ist es auch sicher? Dazu machen wir den Antikörpertest. Der geht bei einem Cello sehr einfach. Man schaut in das F-Loch hinein. Da ist nichts. Und ein Körper, in dem nichts drin ist, den nennen wir Antikörper. Das heißt, das Cello ist immun. Wir bei der Gruppe Ruskaya haben in alle Instrumente reingeschaut, zum Beispiel in Trommeln, in die Potete und in die Trompete und in die Geige und auch in die akustische Gitarre und selbst im Bassverstärker ist fast nichts drin. Das heißt, wir sind eine immune Herde. Unserer Online-Show steht also nichts mehr im Wege. Heute um 20:15 Uhr auf den YouTube- und Facebook-Kanälen von Gruppa Ruska. Ja! Es gibt keine Bezahlschranke, sondern das partizipielle, basiskollektivistische Bezahlmodell. Zoll, was glaubst. Wir freuen uns, wenn du uns einen Kommentar schreibst oder deine Wertschätzung mit einem Energieausgleich von, sagen wir, 15 Euro zum Beispiel ausdrückst. Dankeschön und bis gleich. Und ich werde einfach nur ein bisschen üben. So lassen wir es.